Gut, dann würde ich sagen, wir starten das Spiel. Ich liebe Ladebildschirme. Diese Spielereihe passt sich den von dir. Nein, ich hatte gar keine Zeit, das zu lesen. What? Männlich? Alles klar. Okay, in Zusammenarbeit mit Skybound Entertainment. The Walking Dead. Oh yeah. Passt es so bisher vom Sound her? Ich hoffe ja. Episode 1, ein neuer Tag. Miau. Oh, wir sind in Hel- Oh, habe ich gerade übersteuert? Es tut mir leid. Wir sind in Handschellen. Wie es aussieht. Beziehungsweise er, zumindest. Ich schätze jetzt mal, dass wir die Person sind. Das wäre der Einstieg ja nicht so, oder? Ist das eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch? Well, I reckon you didn't do it then. Auf Englisch. Was man so über die... Spielt das wirklich eine Rolle? Does it really matter? Nah, not much. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. Every time? Every time. Oh, also, okay, ich Okay, ich kann aber auch nur den Rückspiegel angucken, oder wie? Scheint so. Ja. I followed your case a little bit. You being a Macon boy and all. Stammst also aus Macon. You're from Macon, then. Yep. Came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. Always wanted to work a murder case. Like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. Huh. A real shame, that is. Passiert, ne? Hell, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. So das Radio. Any of that seem important to you? All of it. But that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my sixth year. You meet your wife in Athens? You want to know how I see it? Sure. Regardless, could be you just married the wrong woman. Oh, hat er jetzt nichts gesagt? Oh, oh. Hubschrauber! Gibt's wieder nur das Rad? Nein, es gibt doch ihn, okay. You'll have to learn to stop worrying about things you can't control. Aber ich will es kontrollieren können. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. Endlich hat er es ausgemacht. Long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. But that's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. So did he do it? They caught the fucker red-handed. Stabbing his wife, okay. Cutting her up as the boys came through the door.
He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. Es kann natürlich sein, dass er es glaubte. People up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. This other time... Hab den gerade gar nicht gesehen! Scheiße! Oh. Ich wollte ihn nur noch retten. Oh, die Zombies haben jetzt begonnen, oder wie? Ui, ich hab grad voll übersteuert. I'm sorry. Wollte ich nicht. Tut mir leid. Jetzt ist mein Mikrofon wahrscheinlich ein bisschen zu laut. Deswegen übersteuere ich, wenn ich halt zu laut schreie, sag ich mal, oder zu laut rede. Oder zu nah am Mikrofon bin. Zu laut rede. Oh, shit. Thirsty. Ah, fuck. My leg. Das war so klar. Was war klar? Gewehr, Polizist. Was hier? Handschellen und Fenster. Meinst du, dass sie runterfliegen? Ja, das dachte ich mir auch irgendwie. Beziehungsweise, dass die Zombie-Apokalypse ausbricht. Erstmal angucken. Hey! Hey, Officer! Are you alright? I'm still Kraftwerk here! Er sieht eigentlich schon so ein bisschen tot aus, ne? Muss ich ja schon zugeben. Fritz! Weiter! Alles klar, wir können rausgehen. So. I need to drag myself out that window. Ah, okay. Irgendwie komme ich mit der Steuerung noch nicht ganz klar. Mit 1, 2, 3 und so. Also beim Dialog auswählen, ja. Bei Aktionen auswählen ist das ein bisschen verwirrend. Weil er jetzt eben meine 1 und 2 gar nicht gewechselt hat irgendwie. Oder ich habe es nicht erkannt, keine Ahnung. Pass auf dein Bein auf! Was ist denn mit dir? Ich glaube, ich würde erstmal gerne das Gewehr nehmen, um ehrlich zu sein. Nimm doch das Gewehr! Ach, kann ich nehmen? Ah, ja, okay, doch, es wird... Ah, okay. The officer's shotgun is over there. Dann nimm sie. Nimm sie! Ist das mit dem Sound eigentlich so okay? Ja, ne? Ich hoffe, ja. Looks empty. Oh nein! Nimm sie doch trotzdem mit! With these cuffs off. Was ist denn mit dir? Dann rein, bitte. In das Gewehr. Wäre ganz nice von dir. Okay, mit so Beinen bräuchte ich dafür, glaube ich, auch lange. Dann nimm doch die Patrone und steck sie in das Gewehr. Dein Ernst? What? Kann ich irgendwie die Kamera noch wechseln? Nee, ne? Also den View irgendwie nach links oder nach rechts oder so? Nee. Officer? God damn. Officer? Ah, er springt gleich hoch. Ich sag's dir. Shit. Ah, alles klar. Jetzt lass die nicht nochmal fallen. Danke.
weg. Officer? Yo! Holy shit! What in the hell? Alles klar. Das ging schneller als erwartet. Nimm die Waffe! Was ist denn mit dir? Don't make me do this! Yummy. Behalt doch die Waffe! Vom Regen in die Traufe. Achievement, alles klar. Skin's all rotten and he smells like shit. What the hell is this? Weiß es nicht, kann ich aufstehen? Oh. Help! Go get someone! There's been a shooting! Ja, nun? Nimm doch das Gewehr mit! Das kannst du gebrauchen! Was ist denn mit dir? Na, come on! Er kann sich mit seinem Bein kaum bücken, aber springen ist easy. Easy. Nice. Okay. Kennst du die Serie? Die Fernsehserie meinst du jetzt? Ja, die kenne ich. Auf jeden Fall. Ich liebe The Walking Dead. Allerdings kenne ich die Spieleserie nicht. Da habe ich bisher noch keinen Teil gespielt. Also ich spiele jetzt den ersten Teil, so gesehen. Die Serie? Ja, natürlich. Ich meine, was erwartest du denn? The Walking Dead ist einfach nur göttlicher Shit. Göttlicher Shit. Hello? Anybody? Nein. Oh. Okay, da ist Teeservice. Okay. Fill one of those teacups with some bourbon if I could. Soweit ich weiß, ist das Spiel hier von der Serie komplett unabhängig. Also das Spiel hier spielt in der Welt von The Walking Dead, auch in der Zeit von The Walking Help! Dead, aber ist, glaube ich, eine eigene Geschichte nochmal. No ladder. I'm not getting up there anyway. This leg way it is. Eine Leiter kommst du nicht hoch, ne? Wenn da eine wäre, aber über den Zaun springen kannst du. Natürlich. Okay, da können wir rein. Ist hier nicht auch das Mädchen hingelaufen, was wir gesehen hatten? Haben wir hier noch weiter? Ja, da ist noch Tor. Maybe I should just check inside the house through the glass door before wandering out into the neighborhood. Somebody! Ja, gut. Yell if you can hear me! Und wenn dir keine Antwort hat, dann schrei doch nicht weiter. Was ist denn los mit dir, Mensch? Wir kommen. Echt jetzt? Unsichtbare Wand. Geil. Okay, dann gehen wir einfach ins Haus. Hello? Anybody home? I need a little help. Dann geh doch rein. Ah, okay. Ich glaube, es gibt aber trotzdem. Don't shoot, okay?
ein The Walking Dead Spiel, was wirklich in der Geschichte, also was die Geschichte von dem von der Serie auch wiedergibt, soweit ich weiß. Oder zu der Geschichte gehört. Aber das soll nicht so geil gerankt worden sein, soweit ich weiß. Bin mir da nicht so sicher. Hello? Aber das hier ist eine neue Geschichte. I'm not an intruder. Or one of them. Oh, alles klar, das ist Blut. Verschmiert da vorne in der Küche. Zeit gespeichert. Immerhin. Ist hier irgendwas? Nein. Okay, dort ist ein Malbuch. Ich will ein Einhorn. Geh da doch vorsichtig rüber. Ich meine, das ist jetzt nicht schwer zu erkennen, dass da ein Blutfleck ist. Irgendwer hat eine Nachricht gekriegt, also Anrufbeantworter, glaube ich, ne? This place has been ransacked. Just about anything worthwhile is gone. Na toll. Oh doch, ein Walkie-Talkie kann man gebrauchen. Nichts, okay. Ja, ich komme gleich, Anrufbeantworter. The Marsh House. That's a Savannah area code. But that's the type of note you'd leave a babysitter. Oh. Das Ding. Nichts drin hier. Außer so ein paar Dosen, die, wie es aussieht, kein Essen sind. Ja, chill. Das ist nicht mal mein Haus. Alles klar, nichts. Einfach nichts. Nirgends. Alles klar. Rutsch nicht wieder aus. Alles klar. Jesus. Ja, ich komme ja schon zum Anrufbeantworter. Maybe there's something on there. Maybe there's something on there. Ach ja. So. Three new messages. Message one. Left at 5:43 p.m. Hey Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2. Left at... Ist das Mädchen vielleicht Clementine? Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3. Left okay. 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. Das Mädchen ist Clementine. Oh, Gänsehaut, ey. Daddy? Huh? Hello? You need to be quiet. Okay. Are you okay? I'm okay. They tried to get me, but I'm hiding until my parents come home. Ich glaube nicht, dass die wiederkommen. What's your name? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think, where the boats are. Are you safe? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window.
Alles klar. Ich meine, alles klar. So Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.